Hey Leute, Crymax hier, was geht ab, Paul Berger, herzlich willkommen zurück zu Minecraft hier in Paul Berger Hills, Leute, was geht ab und heute gibt's mal was richtig krasses und zwar heute Minecraft Hide and Seek in Paul Berger Hills mit allen YouTubern, was geht ab, ihr Paul Berger? Yeah. Am Start. Hier ist Stani, hier ist Wife, hier ist Snoopy, hier ist SU, hier ist Yami, hier ist MBK, hier ist Candy, hier ist, wen habe ich noch vergessen? Timmy. Und wir haben sogar noch jemand Neues hier dabei und zwar Flauschi. Hallo, was mit Alpha Clan? Alpha-Stein vergessen. Alpha Clan! Ja, Alpha-Stein ist auch da, Leute. Und zwar, Leute, die Regeln sind. Die Regeln sind ganz einfach. Und zwar, ihr könnt euch jetzt 2 Minuten verstecken, aber nur in Paul Berger Hills. Man darf nichts abbauen und dann würde ich sagen, los. Ach, warte, stopp. Ich habe noch vergessen, was zu sagen. Das Wichtigste habe ich fast vergessen. Der Gewinn. Es gibt nämlich 30 Diamanten für den Gewinner. Den ich als letztes finde. 30 Diamanten. Okay, tschüss. Ja, okay, dann versteckt euch. Tschüss. Okay, tschüss. Oh mein Gott, Leute, es geht los. Hide and Seek in Minecraft. Wenn ihr das Ganze feiert, lasst ein Like und ein Abo da. Let's go. Oh mein Gott, Leute, es geht gleich los. Ich habe übertrieben Bock. Einfach das erste Mal Hide and Seek in Minecraft in unserer Stadt Paul Berger Hills, Leute. Einfach mit 13 YouTubern. Checkt ihr das? Übertrieben krass. Ich weiß nicht, ob ich gerade jemanden nicht vergessen habe. Deswegen sage ich nochmal. Und zwar André ist dabei. Alphastein ist dabei. Candy ist dabei. Wife ist dabei. MBK ist dabei. Timmy, Lofty, Rhiney. Flauschi, Stani, Esio und Yami und natürlich ich. Also insgesamt 13 YouTuber, Leute. Lasst dafür ein Like und ein Abo da. Und ich würde sagen, Leute, ich komme jetzt. So, ich komme jetzt, ja, dass die anderen auch Bescheid wissen. Wir gehen natürlich rüber nach Paul Berger Hills, Freunde. Man darf sich nur in der Stadt verstecken. Wer außerhalb der Stadt ist, der ist natürlich hier raus, Freunde. Man darf natürlich auch nicht sein Versteck wechseln, ist natürlich auch klar. Okay, wir starten hier einfach mal direkt straight am Anfang, Freunde. Ich habe hier natürlich auch ordentlich... Oh, ich habe hier gerade was gehört. Was war das? Ich habe hier natürlich auch ordentlich Dias ausgepackt, Leute. Wir machen hier nicht Schmalspur, sondern 30 Dias für den Gewinner, Freunde. Hier werden keine Schmalspursachen gemacht. So, wir fangen einfach direkt mal hier schön am Anfang an. So, gehen wir erstmal in das Haus von Blackjack rein. So, gucken wir mal, ob sich jemand hier im Haus von Blackjack versteckt. Hallo, wer ist denn hier bei Blackjacks Haus? Ich habe hier... Niemand ist hier. André. Du findest mich sowieso nicht. Ja, okay, aber ich weiß ja schon mal, dass du hier in der Nähe bist. Okay, André hat hier gerade schon so ein bisschen verraten, dass er hier in der Nähe ist. Spuckt hier große Töne und sagt, ich würde ihn nicht finden, ne? Safe nicht. Warte, hier ist ein bisschen dunkel, Leute. Wir müssen mal Fackeln rausnehmen. Warum ist hier so dunkel? Oh mein Gott, Leute. Ich wusste gar nicht, dass hier unten unter Blackjacks Haus so ein riesen Keller noch ist. Na, André, hast du schon ein bisschen Angst? Nö, alles cool. Hä? Okay, krass. Also die Stimme kommt auf jeden Fall aus Blackjacks Haus. Okay, hier ist er auch nicht. Brauchst, sag Bescheid, aber nein, alles gut, ich brauch keinen Tipp. Okay. Ich brauch doch keinen Tipp, André. Dann warte ich mal hier. Du weißt wohl nicht, dass ich hier der Hide-and-Seek-Boss bin. Mhm, sieht man. Okay. Wie gesagt, ein Dia, ein Tipp. Ein Dia, ein Tipp. Mhm, das ist hier bezahltes Hide and Seek. Mhm. Ja, alles gut. Ich habe ja noch nicht das ganze Haus gecheckt. Alles gut. Okay. So, wir waren zum Beispiel, ich sehe auch hier bei Blackjacks Haus gar nicht durch. Wo hat er denn hier seine Treppen? Wo kommt man denn hier überhaupt nach oben? Also hier innen drin so die Einrichtung. Ich finde es aber auch mal ganz interessant, hier Hide and Seek zu machen, weil ich habe mir, glaube ich, noch nie so genau eigentlich die Häuser von den anderen angeschaut. Ich weiß gar nicht, wie die alle eingerichtet haben. Wie kommt man denn hier, ist er vielleicht im Helikopter da oben drin? Warte mal, fliegen wir mal hier hoch. So, André, bist du ein Helikopterpilot? Nein, bin ich nicht. Das kann ich dir sagen. Alter, ey, ich höre ihn hier voll bei mir in der Nähe. Bro, ich will aber auch nicht zu viel Zeit jetzt hier verschwenden. Ey, Mann, wo ist der denn? Ja, jetzt bist du schon ein bisschen näher. Ja, ich höre das ja sogar, wenn wir reden. Ach, warte mal, hier unten ist ja auch noch was. LOL! Nein! André. So. Oh. Willst du vielleicht jemanden snitchen? Boah, ich wüsste nicht, wo jemand ist. Wenn du willst, kannst du mir ein bisschen Zeit geben, dann suche ich dir jemanden. Nein, so läuft das. Geld. Also, ich habe leider keine Zeit. Deswegen bist du raus, André. Oh, hey. Okay, den ersten haben wir schon mal gefunden, Freunde. Gar nicht mal schlecht, aber auch ein gutes Versteck von André. Ich habe da irgendwie gar nicht in diesen Tunnel reingeschaut. Boah, guck mal, hier in den Beacon. Boah, das wäre eigentlich auch voll smart, sich einfach hier in den Beacon reinzustellen. Das wäre eigentlich auch krass, Freunde. So, wir bauen das mal hier ab. Zack, zack, zack. So, oh mein Gott. Paul Berger Hills ist ja mittlerweile auch echt so groß. Die könnten ja hier überall sein. Dann schauen wir mal hier vorne im Gerichtssaal, Leute.
Ist jemand im Gerichtssaal drin? Glaube nicht. Zack, zack, alles gut. Wir dürfen natürlich auch nicht zu viel Zeit verschwenden. Okay, weiter geht's. Oh, warte mal, hier unten ist ja noch was. Hallo, ist hier unten jemand beim Nether-Portal? Hat sich hier unten jemand versteckt? Ihr kleinen Gauner? Ihr kleinen Gauner, ist hier jemand versteckt von euch, Paul Birchies? Boah, hier bei der Farm? Oh mein Gott, wer hat das denn hier so weitergebaut noch? Gehört das hier noch zu Paulberger Hills dazu? Oh mein Gott, also wer hier versteckt ist, ehrenlos, Digga. Ich glaube, das gehört nicht mehr dazu. Ich glaube, da können wir sagen, das gehört hier nicht mehr dazu. Okay, schauen wir mal weiter. Ey, wo bin ich denn hier nochmal reingekommen? Hallo? MBK, schreibt hier in den Chat, welchen Ort mögt ihr am meisten? Ey, wo bin ich denn? Hallo? Ich habe mich hier komplett verlaufen. Alter, ich glaube, die verraten sich hier gerade gegenseitig. Okay, warte mal, wo bin ich denn jetzt hier rausgekommen, Leute? Erstmal wieder alles schön zusammenbauen. Ach, warte mal, ich bin jetzt hier im Tonstudio rausgekommen. Oh mein Gott, aber ich glaube, wir können sagen, da unten bei der Farm war niemand. Bevor wir da beim Tonstudio schauen, was schreiben die denn in den Chat? Ich finde den Zoo auch cool. Wieso sieht der Beacon so krass aus? Ey, die... Leute, ich glaube, die wollen sich hier gerade gegenseitig verraten irgendwie so ein bisschen. Aber beim Beacon ist mir gerade nichts aufgefallen. Schauen wir hier mal beim Rathaus, Freunde. Checken wir hier mal das Rathaus. Ist hier jemand versteckt von den Paul Birchies? Aha. Okay, können wir gleich sehen. Hier ist niemand. Wir dürfen natürlich auch nicht zu viel Zeit verlieren. Deswegen müssen wir relativ schnell hier in alle Orte einmal reingehen. So, dann schauen wir direkt hier oben mal weiter am Flughafen. Hallo, ist hier jemand am Flughafen? Was du beim Flughafen? Ah, da sieht mich jemand. Aha, okay, MVK. Hat mich gesehen, muss wohl irgendwo draußen sein. Hm, okay, hier oben ist auch keiner im Flughafen-Tower. Schade. Oh, ich habe was gehört. Hä, ich habe hier was gehört. Ah! Scheiße! Okay, willst du vielleicht jemanden verraten? Ich verrate alle, Digga. Hast du jemanden? Also für jeden, den du zeigst... Ich geb dir nur einen kleinen Tipp, ja? Aha. Pass auf, also Bäume sind wirklich schön, finde ich. Bäume sind, weißt du? Okay, da werde ich mal mega drauf schön. Trapdoors. Trapdoors, okay, gut. Ja, mir hat mir einen Tipp gegeben und wir haben ihn auch gefunden. Das heißt den zweiten. Und ich habe ja auch gerade Alphastein irgendwo gehört. Was soll noch? Piep, piep. Hä? Sind die da unten? Hallo? Oh mein Gott! Och, Mann! Ey! Oh mein Gott, Candy! Nein! Ich hab dich gefunden. Oh Mann, wie hast du mich gefunden? Ja, weil irgendwie kam mir so ein Piep-Piep-Geräusch her. Och, Mann, ey! Okay, Candy, willst du jemanden verraten? Weißt du, wo jemand ist? Ich sage gar nichts! Okay. Ich finde Bäume sehr schön. Das habe ich gerade eben schon gehört, den Tipp. Du bist raus, so. Candy. Oh Mann. Okay, Leute, das heißt, wir haben jetzt schon drei gefunden und wir haben nochmal gehört, sind Bäume schön. Mhm, okay. Wir sollten wirklich mal ein bisschen die Bäume checken. Aber wir schauen erstmal in den Zoo rein, Freunde. Tega, ey. Pass auf, Mirkan. Okay, MVK hier ganz frech sagt, als wäre ich hier macht hier schon so, als hätte ich schon aufgegeben. Max! Ja? Du sollst da suchen, wo du gesagt hast, das zählt nicht mehr dazu. In der Höhle da unten? Das werde ich dir nicht verraten. Okay. Na gut. Okay, Candy will mich hier verunsichern. Wir schauen mal hier in den... Wir gucken mal hier in den Tierstall rein. Da fühlt sich ja vielleicht auch der ein oder andere YouTuber, der hier dabei ist, sehr wohl. So. Was schreiben die denn da alles? Ey, die verunsichern mich so im Chat. Alter, wie nice dann hier sein Haus aussieht. Ach, Digga. Alter, ich glaube, irgendjemand will mich hier gerade verunsichern, weil ich ihm ganz, ganz dicht auf den Fersen bin. Mhm, okay. Wir müssen auf jeden Fall die Bäume checken. Das haben wir jetzt schon öfter mal gehört, Freunde. Kommt man denn hier wieder raus? Okay, warte mal. Schauen wir uns mal den Riesenbaum an. Wenn wir Bäume uns anschauen sollen, dann fangen wir mal hier bei dem Riesenbaum an. Hallo, ist hier jemand bei SU's Riesenbaum versteckt? Paulberger Hills ist auch mittlerweile so groß, Freunde. Oh, hier geht's ja sogar runter, ey. Waren wir auch noch nie drin? Hallo. Lol. Okay. Leute, hier waren wir noch nie hier unterm Zoo. Hä, das sieht ja voll krass aus hier. Was ist das denn hier für ein Brunnen? Gehört der auch noch dazu? Ein Dia, fünf Dia. Willkommen beim Glücksbrunnen.
Als ob der jemand seine Dias reinwirft, Leute. Wie lost wäre das denn? Okay, wir gehen mal weiter. Aber es könnte natürlich auch sein, dass jemand sich hier unten versteckt. Ja, okay, das wäre aber, ey, also wer hier sich versteckt, Leute, das wäre ja ganz krank. So, wir gehen weiter. So, ich habe jetzt nur noch 10 Minuten Zeit, Freunde, um hier alle zu finden, damit ich natürlich auch ein bisschen Zeitlimit habe. Aber ich bin zuversichtlich. Ich meine, 3 von 12 haben wir. Aber wir waren noch nicht an den Hauptverstecken. Also in den ganzen YouTubern-Häusern war ich ja noch nicht. So, schauen wir mal hier oben beim Baum. Ich habe ja öfter gehört, Bäume sind schön. Kann natürlich aber auf jedem Baum sein. Hier oben ist auch keiner. Ich bin im Baum. Okay, also das heißt, MBK schreibt, er ist im Baum. Das heißt, die anderen haben MBK verraten. Ja, okay, aber ey, er hat ja auch diesen Tarnskin. Ey, das ist ja voll overpowered, Leute. Er hat ja auch den Tarnskin. Geht zum Flughafenturm. Okay, 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 danke, Jungs. Die wollen mir hier Choker anbieten, aber ich mag es eigentlich nicht, Hilfe zu bekommen. Ich schaff das auch ohne Hilfe. Ja, dann helfe ich dir nicht, mein Freund. Ach, MBK, Junge. Okay, okay. MBK hat natürlich hier seinen Tarnskin. Das heißt, er wird hier wahrscheinlich auf irgendeinem Baum sitzen und sieht halt einfach genauso aus wie der Baum. Rede nicht mit dir wegen Mikrosymbol. Ah ja, okay. Aber wir haben ihn ja gehört. Er muss irgendwo hier in dieser Ecke auf einem Baum oder unter einem Baum oder so sitzen. Alter, schwierig. Ganz, ganz ekelhaft. Ganz, ganz ekelhaft, Leute. Oder er ist sogar in einem Baum drin. Boah, das wäre richtig eklig. Bin auf einem Baum. Ah, oh mein Gott. Oh mein Gott. MBK, komm runter. Oh Hast mein Gott. Oh mein Gott, Bro. Sei ehrlich, Digga. Digga, cracked. Sehr, ohne sehr cracked. Das ist nicht möglich, oder? Krank, krank, krank. Also, Digga, ich glaube, ich wäre 100 Mal an dir vorbeigeflogen. Heftig. Yeah. Hast du vielleicht noch einen Tipp für mich? Ich habe einen Tipp für dich. Dein Haus sieht wunderschön aus. Ah, mein Haus sieht sehr schön aus. Okay, danke. Ja? Na gut, ich schau mal. Dann sehen wir uns. Okay, Leute, MBK hat mir hier auch nochmal einen Tipp gegeben. Mein Haus sieht sehr schön aus. Davor würde ich jedoch mal nochmal einen Abstecher hier bei Stannis Haus machen. So, versteckt sich hier der ein oder andere Paul Berger in Stannis Luxusvilla hier? Wir müssen auf jeden Fall auch auf die Zeit achten. So, schauen wir mal. Ey, das Gewerbegebiet gibt es ja auch noch. Oh mein Gott, Leute, Paul Berger Hills ist auch wirklich so groß mittlerweile. Also Stannis Haus natürlich sehr krass. Aha, okay. Glaubt ihr, jemand könnte hier in dem Aquarium drin sein? Das wäre auch sehr, sehr heftig. Okay, schauen wir mal hinten im Badezimmer. Na, hört mich schon jemand? Ist hier jemand in Stannis Haus versteckt? Oh oh. Alter, okay, wir haben hier gerade was gehört. LOL! Oh mein Gott, Timmy! Nein! Wie bist du denn da reingekommen? Alter! Auch von oben, ey, das kann nicht sein. Warte, ich komm mal hoch. Oh mein Gott, nice. Nein, 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 nein. Aber das war strong. Danke dir. Och nein. Ich musste Luft holen. Ey, das war ehrlich krass, Timmy. Ey. Das war voll das starke Versteck. Ich musste Luft holen, deswegen habe ich mich hier verraten. Weil du auch so bunt bist. Aber gut, ey, Timmy. Ja, ja. Du kriegst einen Diamanten, wenn du jemanden mir verraten kannst. Oh, ich weiß nur, dass Snoopy irgendwo hier in der Gegend ist. Der hat mich auch verraten hier im Chat. Mhm, okay. Aber ich weiß nicht, wo er ist. Aber der wird hier... Ah, doch! Oh, ich höre auch das Horn die ganze Zeit. Im Keller ist er, glaube ich. Ja, das meinte er. Stimmt. Okay, okay. Ja. Also wenn das stimmt, kriegst du einen Diamanten. Yippie, danke dir. Oh Mann, ey. So, okay, Leute, wir schauen mal. Im Keller. Also irgendwo habe ich hier, glaube ich, Wife noch gehört und Snoopy gehört. Bin mir nicht ganz sicher. Ach, hier. Hier ist hier dieses automatische Sortiersystem. Ist hier jemand beim Sortiersystem? In dem riesen Kistenraum hier? Hallo? Aha, aha, aha. Ups. Na, ist hier unten jemand? Alter, ich höre die ganze Zeit dieses Horn, Mann. Wer prankt mich denn hier so mit dem Horn? Hallo? Alter! Snoopy! Snoopy, du kleiner Gauner! Ich hab dich! Oh. Okay, Snoopy, kannst du mir jemanden verraten? Ich kann nur sagen, Wife ist in der Nähe und macht die ganze Zeit mit den Hornen sowas. Aber du weißt nicht genau, wo er ist. Nee.
Mhm, okay. Na gut, dann Snoopy, du bist raus. Danke dir. Ja, okay, Timmy. Okay, Wife muss auch noch irgendwo hier sein und macht die ganze Zeit was mit einem Horn. Wifeson, hä? Wife, wo ist der kleine Gauner? Also ich würde sagen, bevor wir hier ins Gewerbegebiet reingehen, schauen wir nochmal mein Haus an. Weil, ey, das Ding ist, es gibt ja auch noch Wives Haus, Amirs Haus, also wir müssen eigentlich hier noch die ganzen Häuser mal abchecken. So, wer ist hier in meinem Haus drin? Alter, warte mal. Blauschi, ich hab dich! Ach, Mano. Blauschi, du bist raus oder kannst du jemanden verraten? Nein, ich weiß nicht. Ich bin hier reingefallen und komme nicht mehr raus. Okay, dann du bist raus, Blauschi. Okay. Okay, nice. Okay, nochmal jemanden. Hey, ich höre noch jemanden. Meine Tür hier steht auf. Ich mache die eigentlich immer zu. Ich glaube, jemand ist hier die Tür reingelaufen. So, hier vielleicht im Gäste-WC oder so. Nein, auch nicht. Gehen wir mal hoch in unser Schlafzimmer. Max? Ja? Kannst du mir vielleicht Blöcke oder Essen oder so geben? Ja, Flauschi, warte, ich komm gleich. Die Arme. Okay, aber irgendjemand war hier. Ich hab jemanden gehört. Warte, einmal, wir müssen erstmal kurz hier Flauschi einmal befreien. Oh, das ist Stani. So, komm raus. Dankeschön. Hier. Gerne. War das etwa Banks, der mich hier Rabauke genannt hat? Ey, Rabauke. Warte, ey, das muss hier. Ich bin's, Dr. Banks. Das muss hier sein. Bist du in meinem Keller? Ja, ich bin in deinem Keller, mein Sohn. Oh mein Gott, Leute. Okay, wir schauen mal hier hinten nochmal, da wo ich mich auch bei André verstecke. Bitte such hier nicht weiter, sonst hast du mich gleich. Oh mein Gott, Stani ist hier mies am Branken. Hier zwischen den Zuckern ran. Kleiner Rabauke. Ey, ich find dich gleich, Stani, pass auf. Nein. Ich glaube nämlich schon. So, schauen wir mal hier in unserem Casino. Ist hier jemand im Casino-Raum versteckt? Ich bin im Casino, bitte nicht. Such mich hier bitte nicht. Ich bin hinten bei dem Mitarbeiter. Oh mein Gott, okay. Maschinenraum, hier ist keiner. Du Paul Berger. Schade, Stani. Paul Berger, King Crimex. Okay, er muss irgendwo... Da ist er! Nein! Bro, weißt du, wie ich dich gefunden habe? Wie denn? Weil du redest, da ist doch der Lautsprecher neben dir. Nein! Oh mein Gott, und deswegen habe ich die ganze Zeit mit dir geredet, weil ich dann immer wieder geguckt habe, wo das aufleuchtet. Aber willst du jemanden verraten? Ich verrate keinen, weil ich kein 31er bin. Ja, okay, na gut. Dann hab dich gefunden. Ich muss weitermachen. Ich wünsche dir viel Pech. Danke. Okay, Casino haben wir auch gecheckt. Schauen wir mal hier bei Candys Bau GmbH rein, oder wie das hier heißt. Ist hier jemand in der Baufirma versteckt? Ich weiß gar nicht, wer noch alles fehlt, Leute. Viele haben wir ja schon gefunden. Hier ist niemand. Oh. Oh. Hallo? Warte, ich schreibe mal in den Chat. Wer fehlt noch? So. Irgendjemand hat mich hier gerade gehört. Ich glaube, es war Ezio. Ezio. Ezio Auditore. Hallo, kleine Maus. Kommt das her? Okay, also Alphastein fehlt noch. Die anderen haben gar nichts geschrieben. Hier vielleicht? Ezio auch? Also Ezio und Alphastein? Sind das alle? Weiß nicht. Jetzt haben ja 12 YouTuber sich versteckt. Es fehlen nur noch 2? Sind wir so gut, Leute? Hier ist Snoopys Haus. Ist ja auch noch... Also es gibt ja schon echt viele Häuser. Andres Haus hier. A Wife's Haus. Nee, Wife fehlt ja auch noch. A Wife fehlt auch noch. Ich schau mal hier kurz rein in Andres Haus. Okay, hier ist niemand. Hier gibt es auch nicht so viele Versteckmöglichkeiten. Lasst uns mal schauen, ob wir mal noch Ezio finden. Den haben wir ja gerade ja reden gehört. Ezio! Ezio, du kleiner Stinker, wo bist du? Okay, er reagiert nicht. Boah, schwer, Leute. Sehr, sehr schwer. Ich höre dich. Ach ja, Ezio, hörst du mich? Hörst du, wie ich dir näher komme? Hä, wo ist er denn? Hä? Bro, warte mal. Warte mal.
mein Gott, warte, das wäre ehrenlos. Nein, da ist er nicht, okay. Okay, Freunde, SU, sehr, sehr starkes Versteck. Muss ehrlich sagen, aber ich will ja auch nicht zu viel Zeit ver... Ich höre das Horn, aber ich kann nicht deuten, woher es kommt. Kommt von mir. Okay, Leute, wir haben nur noch 2 Minuten Zeit, um hier alle zu finden, ne? Hier bin ich, Max. Oh mein Gott, ey, ich dachte gerade, ich hätte ihn, aber es war ein Zombie. Oh, Alphastein! Nein! Alphastein, ich sehe deine Hand! Nein! Nein! Ich hab dich! Du kriegst keine... Du kriegst keine 30 Dias von mir, außer du kannst... Ich hol Diamanten weg! Was soll das? Alpha Clan braucht die Diamanten! Naja, du kannst dir was dazu verdienen, wenn du jemanden verraten kannst. Und ich hab Essie ganz gut gehört. Ja, ich auch. Ich hab ihn auch hier gut gehört. Aber ich weiß nicht genau, wo er ist. Ich guck für dich, ich guck. Ja? Oh mein Gott. Essie! Aber hier habe ich auch, hier habe ich vorhin Candy gefunden. Hier gibt's echt viele Orte, wo sich verstecken kann. Ja, hier gibt's. Oh mein Gott, das ist SU, das Horn ist SU. Gibt so viele Orte zum Verstecken hier. SU, zeig dich! Na gut, ich muss weiter so machen. Ich finde SU nicht. Ich sag dir sofort Bescheid. Ja. Hä? Oh mein Gott, das war so laut hier gerade. Wer läuft da? Ach, das bist du, Alphastein. Ich habe ihn hier gerade so laut gehört. Er muss ja irgendwo unter der Erde sein. Bro, ich weiß nicht, wo er da reingekommen ist. Einbauen darf man sich ja nicht. Keine Ahnung. Muss wohl irgendwo da eine Höhle sein oder so. Kein Plan. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf das Versteck. Ich habe jetzt nur noch 1 Minute. Ich gucke jetzt hier oben nochmal bei Wives Haus. Ich weiß jetzt auch gerade gar nicht, wer noch alles fehlt. Gucken wir mal in Wives fette Luxusvilla hier rein, wo alles mit Gold gebaut ist. Hallo, a Wife. A Wivesen. Versteckst du dich etwa in deinem Haus, a Wife? Boah, sieht echt schön aus, was er hier gebaut hat. Das muss man ihm lassen. Fette Garage hier. Wow, krasses Haus. Alles mit Gold und so gemacht. So, wir fliegen mal noch hier ein bisschen rum. Ist hier oben jemand beim Turm? Okay, Leute, die Zeit ist abgelaufen. Dann würde ich sagen, wir sammeln uns jetzt mal mit allen beim Beacon. Alphastein, ich hab dich gefunden. Hau ab, Junge. Glück dich, das war mein Bruder, das war dort einfach. Ach so, ja. Hallo, Mann. Ey, SU, ich wusste, du bist da irgendwo. Ich hab dich nicht gefunden. Ich war da unten die ganze Zeit. Ich zeig dir das mal gleich, wenn die anderen da sind. Ja, okay. Also alle, die ich nicht gefunden habe, einmal bitte herkommen. Wer hat denn noch gefehlt? A Wife, Alter. Was geht, Junge? Digga, easy. Wife, Mann. Oh ey, ich hab so oft den hier gemacht. Du ja, ich auch, weiß, ich aber ich hab so dich gefunden. Seid ihr die zwei, die ich nicht gefunden habe? Ihr seid die einzigen. Ja. Sind wir die Letzten? Ich glaube, ihr seid die beiden Letzten. Meine Zeit ist abgelaufen, dann würde ich sagen, zeigt mal eure Verstecke. Aber wir haben trotzdem viele gefunden. Komm mit. Ja, zeig mal, das interessiert mich jetzt hier, wo du dich das versteckt Ding ist, hast. Du hast sogar an dieser Stelle gesagt, das zählt eigentlich gar nicht mehr zu Paulberger Hills. Aber dann habe ich die anderen Jungs im Discord gefragt, die meinten, nee, ist legitim. Ja, du warst, ach, hier unten, ja, da war ich auch. Hier warst du safe? Und ja. Da hinten war ich einfach. Oha. Und dann? Hier habe ich mich versteckt. Ja, okay, das zählt dazu, weil ich bin da nämlich unten hier, genau diese. Hier in der Ecke. Ich bin da nämlich unten diese Höhle reingetaucht und dann dachte ich so, okay, das wäre zu viel, aber gut. Okay, ist auf jeden Fall legit, habe ich nicht geschaut, mein Fehler. Das heißt, SU, du bist auf jeden Fall schon mal einer der Gewinner. Yeah. Und dann, Wife, zeig mal noch, wo dein Versteck war. Wie bist du da raus? Ah, es gibt schon echt raus, krank oder? Viele Verstecke hier. Nee, das ist, glaube ich, falsche Richtung. Oder? Ah, ne, geht auch. Oder? Ah, hier. Sind wir denn? Nee, hier. Ah. Hier geht's hoch. Ah ja. Okay, kommt mal mit. Ich war bei der Tankstelle. Ah. Oh, Leute, er war in der neuen Tankstelle drin. Das war nämlich OP, weil die neu ist. Alter. Hier. Und guck, wie ich gemacht habe. Krank. Ich bin, warte. Krank. Du hast dich da so drunter geklitscht, ja. Oh mein Gott, Leute. Ja, ich war auf jeden Fall hier. Das Gewerbegebiet. Ich hab's mir schon gedacht, dass hier jemand versteckt, aber ich hatte keine Zeit mehr gehabt. Deswegen habe ich lieber in die Häuser geschaut. Aber dann würde ich sagen, ihr seid die beiden Gewinner. SU, Wife, kommt her. Also, ihr kriegt den Pott geteilt. Jeder 15 Diamanten. 15 für SU. Hier oh, und 15 hier. Für Wife. Go, warte, hier, zack. Ey, hallo, Alphastein. Leute, ich würde sagen, das soll es gewesen sein. Hide and Seek in Minecraft. Lasst ein Like und ein Abo da. Checkt die ganzen Jungs aus. Und dann würde ich sagen, bis dann. Haut da rein, Leute. Euer Kravix.